Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge Black Mirror. Und wir schauen uns jetzt das Zimmer hier genauer an. Im letzten Teil haben wir wirklich eine Menge erlebt. Junge, 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 das muss erstmal verarbeitet werden. Aber keine Zeit dafür, wir machen weiter. Noch eins. Wie die Symbole auf den Steinen. Rory? Ja, er kennt vielleicht die Bedeutung. Aber um diese Zeit schläft er bestimmt schon. Das erste Mal bin ich ihm auch mitten in der Nacht begegnet. Vielleicht haben wir Glück. Genau, da hat er mich auch erschrocken. Unser Gärtner. Was haben wir denn hier sonst noch? Hier hinten? Ach, die Gefahr ist... Oder, was heißt die Gefahr? Die Angst, die ich hier immer habe, dass ich hier irgendwas übersehe. Ah, oh, Leute. Steuerung. Okay, da komme ich nicht hoch. Dann... nein, nicht sprechen. Untersuchen. Was zum... Eine Ratte. Ein Armeebuch. Es hat Angus gehört. Eine Seite ist markiert. Hier steht, wie man einen Kaiserschnitt durchführt. Bedeutet das, dass Angus... Cecilias Baby zur Welt brachte. Oh mein Gott. Auf diese Weise bekam die Öffentlichkeit nichts mit. Grauenhaft. Okay. Ich hasse sowas. Okay, aber... Ah. Das hier muss der Traum jedes Psychiaters sein. Oder Albtraum. Ja, das musste jetzt noch angeschaut und erwähnt werden. Definitiv. Ups, was war das? Offenbar hat Großvater Edward hier gearbeitet. Schon wieder? Eieiei. Oh nein, schon wieder ein Schloss. Etwas fehlt noch. Ja, okay, Moment. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das sind nämlich nur drei. Jetzt, und das finde ich auch wieder total assi, dass man den Schlüssel so in alle möglichen Richtungen bewegen kann. Moment, das ist unten. Das heißt, den hier. So müsste das eigentlich funktionieren. Etwas fehlt. Oh nein! Ich. Eddie hatte zu viel Respekt vor dem alten Mann, um es einfach aufzubrechen. Ich hasse sowas, weil das Problem ist, immer wieder erscheint er anders. Deswegen, da man ihn im Prinzip komplett drehen kann, hat man hier vier Möglichkeiten mal drei Stellungen hier vorne. Das ist zum Kotzen, ist das. Weil wir können den Schlüssel so rumdrehen, wir können ihn so rumdrehen. Wo ist jetzt hier wirklich oben, wo ist unten? Ah, Moment mal, ich glaube, das hier soll... Ah, okay, das soll das hier sein. Das hier soll das sein und das soll das sein. So, das heißt... Wir müssten dann den Schlüssel so drehen. Das heißt, das hier müsste nach... Ne, warte mal, das ist doch... Das ist unten. Ne, warte mal. Na ja, genau, verkehrt rum. Das ist unten und das hier ist das mit dem Kreuz. Richtig? Richtig. So, genau so müsste es eigentlich jetzt passen. Wobei das hier... Immer noch nicht. Oh, geh doch mal weg, Schrift. Nein, jetzt hat er den gedreht. Oh Gott, nee. Wie rum war das jetzt? Das ist doch... Oh, nee. Also, ganz ehrlich, das ist die größte Scheiße, die man sich halt nur einfallen lassen kann. Dass man den ja um 360 Grad komplett rotieren kann. Oh, und dann vor allen Dingen muss man hier wieder hinklicken. Nein, die Schrift soll weg. Ich will was sehen. Nicht aufregen. So, und jetzt ist er wieder so. Ist das die Ausgangsposition? Ich weiß es nicht. So, das Stück, was wir... Das können wir nicht benutzen. So, und das hier ist im Prinzip glatt. Das hier ist glatt, hat aber am Ende noch diese Kugel hier. Die anderen beiden stimmen. Deswegen jetzt auch die Frage, passt der Schlüssel hier überhaupt rein? Das ist genau das gleiche Problem, was wir vor zwei Teilen am Ende hatten, mit diesem Modell von dem Schloss. Da hatten wir aber hier oben noch was.
könnt am Rad drehen. Das und das jetzt im Prinzip nach... So. Etwas ja. fehlt noch. Ich gib's auf. Nee, das... Also, das... Solche Einlagen machen null Spaß. Null. Da. Ich klicke jetzt hier rein. Ich klicke in den Hotspot. Ihr hört es, aber es tut sich nichts. Jetzt... Ah, jetzt erst. Danach hast du bestimmt auch gesucht, Vater. Ja, was denn? Schön, dass man mit mir redet. Streichholzschachtel? Nach Streich... Teil... Ah! Scheinbar ein Teil des Schlüssels, den Vater für mich versteckt hat. Und wie benutze ich den jetzt? Für den Generalschlüssel? Ach, natürlich. Oh Gott, nein. Ist wohl immer noch nicht komplett. Ach da, Teil hinzufügen. Aber jetzt kann ich das öffnen. Na, hervorragend. Okay, zurück. Dann schauen wir uns den Rest nochmal an. Moment. Was? Ah, noch ein Fototeil. Das sieht interessant aus. Ja. Das? Super. Super Unterhaltung, die wir hier führen. Eddie hat schon alles mitgenommen, was er finden konnte. Okay. Was? Was? So passt er nicht. Ah, er sagt jetzt diesmal auch was anderes. Generalschlüssel. So. Was ist jetzt hier der Ausgang? Ist das vollkommen egal, wie rum? Moment, das unten ist ja richtig. Das ist richtig? Nö, ist doch richtig. Das ist das, das ist das und das ist das. Und jetzt haben wir natürlich wieder das Problem. Gehört er so rum oder gehört er so rum? Das ist so zum Mäusemelken. Und vor allen Dingen, wenn wir ihn von Draufsicht haben, dann haben wir hier nicht die Möglichkeit, auf die Hotspots zu klicken. Also, wie man es macht, ist es scheiße. So, jetzt sehe ich die nicht, weil die Schrift da drüber ist. Boah. So, warte mal. Das ist da. Der nach unten. Und dann der in der Mitte. Ja, tatsächlich. So, das könnte... Ja. Ah. War auch gerade ein Grafikfehler. Was steht drin? Das Gefasel eines Wahnsinnigen. Er redet von einem Ort großer Macht in einem verlassenen Dorf. Sagt er auch, wo es ist? Leider nein. Nur, dass ihn dort seine, wie er es so charmant ausdrückt, Hure von einer Mutter zur Welt gebracht hat. Sein Geburtsort ist dieses Dorf? Dieser Ort der Macht? Ja, aber das sagt uns trotzdem nicht, wo es ist. Das nicht. Aber seine Mutter muss den Ort kennen. Natürlich. Rosemary. An meinen geliebten Vater Edward. Du hast mich viele Male daran gehindert, meine Qual zu beenden, doch diesmal wird es dir nicht gelingen. Ich tue dies nicht für mich, sondern für mein Kind. Ein Kind, das es nie hätte geben dürfen. Kein Kind der Liebe, sondern der Grausamkeit. Ich nehme mein Kind mit mir, um es vor dieser verdorbenen Familie zu retten, denn es hat nicht verdient, diese Welt und diesen verfluchten Ort ertragen zu müssen. Cecilia Gordon. Okay. Wohlan. Da, schon wieder. Eieieiei. Was haben wir hier? Oh, ganz viel zum Untersuchen. Fangen wir hier ganz links an. Die Blutflecken sind alt und eingetrocknet. Die Blut... Okay. Reiner Alkohol. Hier, hört mal, wie laut er hier spricht. Reiner Alkohol. Und hört mal, wie laut er jetzt hier spricht. Hotspot. Hallo. Ich klicke schon wieder. Nein, wir müssen erst ein Stück runtergehen. Die Blutflecken sind alt und eingetrocknet. Es, also, manchmal weiß man einfach nicht, was man dazu sagen soll.
Eddie wollte seine delikate Arbeit nicht im Dunkeln tun. Keine Spur vom Dorf. Es war wohl eine Karte. Leer. Bereit für ein neues Exponat in Eddies Gruselkabinett. Leer. Bereit für ein neues Exponat in Eddies Gruselkabinett. Na. Ah, Moment. Eddie möchte wirklich verzweifelt so ein großer Gordon wie Großvater sein. Angus und Eddie. Gemeinsames Töten schweißt eine Familie zusammen. Eieiei. Gut, dann habe ich hoffentlich alles auf dem Tisch. Moment. Noch ein Fotoschall wahrscheinlich. Ja. Hey, irgendwann muss doch hier mal was. So, was hat er denn jetzt hier alles eingesammelt? Eine Karte. Das Anwesen ist riesig. Kann das wirklich alles in meine Hände übergehen? Ah ja. Der Anhänger, Familienfotografie. Ja, das kennen wir schon. Gut, dann hier raus? Nein. Untersuchen, sprechen. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir erstmal mit unserem Gärtnerfreund zu sprechen. Huch, was? Was ist das? Uah, das stinkt. Da unten riecht es nach Tod. Dieser Gestank führt uns vielleicht genau dahin, wo wir hin müssen. Glauben Sie, zum Spiegel müssen wir durch diesen Abgrund? Möglich. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was dort unten ist. Mhm. Okay. Das heißt, ich muss mit ihr jetzt hier runterklettern, oder was? Na, komm, wir haben es doch schon mal geschafft. Nein, jetzt aber nicht mehr. Gut, also klettern wir nicht mit ihr hier runter. Das heißt, wir gehen jetzt mit ihr, hoppla, erstmal um die Säule drumherum und dann hier raus. Ich brauche mehr Zeit. Kind! Wofür? Warum hältst du mich an diesen Ort gefangen? Hallo? Schon? Nur Stoff für schlechte Träume. Was hat der hier gesagt? Schon etwas gefunden? Ah. Nur Stoff für schlechte Träume. Also, es ist wieder irgendwas, was ich nicht finde. Das Spiel zwingt uns hier zu bleiben. Da gibt's nichts. Nur komm hoch. Hier war aber nichts mehr. Wie man sieht, gibt's hier nichts. Überhaupt nichts. Die Frage, warum wir uns das dann halt noch, hallo, angucken können. So, hier den Schreibtisch. Genau das gleiche. Doch, da. Das sieht interessant aus. Ja, aber warum? Wofür? Das ist das Einzige, was ich mir hier angucken kann. Sieht aus, weiß ich nicht, wie eine Briefbeschwerer oder so. Und da hinten der Arbeitsplatz. Hoppla. Hier neben, da ist auch nichts. Nein. Tja. Vielleicht kann ich eine Lichtquelle basteln. Ah, und wo und wie? Hallo, ich klick doch hier. Leer. Nein, damit will er es nicht machen. Ah! Prost. Natürlich. Und jetzt das anzünden. Und jetzt die Flasche mit dem Feuer. Genau. Vorsicht. Ist klar. Molotow-Cocktail. Ach, jetzt lässt er die da runterfallen. Der Sound kam ein bisschen zu früh. Hier sind die Teile gelandet, die Eddie nicht brauchte. Oh, wer weiß, wie tief dieser Abgrund ist. Oder wie groß die Höhlen sind. Das Schloss könnte über dem Aufbewahrungsort des Spiegels erbaut worden sein.
Sieht aber nicht so aus, als würden wir von da unten hinkommen. Ich glaube, wir sollten weiter. Es sei denn, Sie möchten sich noch mehr umsehen. Also das Ding ist, nicht, dass ihr denkt, jetzt hier wieder meine Aufnahme asynchron oder so. Nein, nein, das Spiel ist asynchron. Irgendwie. Also der Sound gerade von der zerbrochenen Flasche, der kam viel zu früh. Also diesmal ist mein armer Rechner nicht schon... Mr. McKinnon. Master David? Miss Faber? Verzeihen Sie, aber... Sie sehen aus, als könnten Sie etwas Schlaf vertragen. Nach dem, was ich im alten Flügel heute miterlebt habe, werde ich wohl nie wieder gut schlafen. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Nein, Sir, das glaube ich nicht. Warum? Wie geht es, Eddie? Master Eddie ist im Bett. Er hat es bequem und kann keinen weiteren Schaden anrichten. Ich würde gerne mit ihm reden. Damit wir verstehen, warum er das getan hat. Lady Margaret ist im Augenblick bei ihm. Ich fürchte, er ist nicht in der Verfassung, Antworten zu geben. Es war irgendwie klar, dass die Brunhilda jetzt da ist. Ich hoffe, Sie finden etwas Schlaf. Danke, Sir, hoffe ich auch. Ach, Rory, der Gärtner, wollte Sie übrigens sprechen. Er ist in der Bibliothek. Danke für die Information. Wieso war mir das klar? Ah, dieses... Das Blöde ist, ich will den Cursor halt nie so im Bild haben, wenn wir jetzt hier irgendwie... Ah! So eine Einlage haben wie gerade. Und, dann lasse ich den verschwinden am Bildschirmrand. Und wenn wir dann wieder die Kontrolle übernehmen können, dann erkennt das Spiel das eigentlich, also wie jetzt hier zum Beispiel, dass ich eigentlich nach links oder rechts schwenken will, was nicht der Fall ist. Ja, wieder so ein kleines Problem mit der Steuerung. So, wo ist er denn jetzt? Da sitzt er. Hallo, Rory. Was machen Sie denn so spät noch in der Bibliothek? Weiß nicht genau. Bin aufgewacht. Irgendwas. Ein Gefühl zog mich hierher. Verstehe. Ich weiß, ich war vorhin keine große Hilfe. Mir fällt's schwer, Leuten zu vertrauen. Ach, so wie ich diese Familie erlebt habe, kann ich Ihnen das nicht verübeln. Wenn die gute Frau eben im Bett nur Haut und Knochen war, was bitte ist dann er? Nur noch Knochen? Edwards Tagebuch erwähnt ein altes verlassenes Dorf hier in der Nähe. Das kenne ich, war aber schon seit Jahren nicht mehr da. Ein ziemlich gruseliger Ort ist das. Was ist dort passiert? Wieso ist es verlassen? Die Leute dort wurden getötet. Alle. Über Nacht dahingerafft. Niemand geht mehr dorthin. Außer Edward damals. All. Wodurch wurde das Dorf zerstört? Waren es die Druiden? Die Druiden und der Schwarze Spiegel? Ei, ei, so war's. Sie bekamen, was sie wollten. Sie vertrieben die Römer. Ei, das taten sie. Aber zu einem Preis. Einem hohen Preis. Können Sie uns zum Dorf bringen? Nein, Junge, kann ich nicht. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Und ohne Karte ist es in den Wäldern nicht sicher für euch. Ich kann euch über den See bringen, wenn ihr den Weg kennt. Ja, dann macht das. Aber wir kennen den Weg nicht. Ha, 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 ha. Moment, halt. Da gibt's nichts. Nein. Schön. Ich wollte zum Gärtner. Und wohin wollte ich noch? Auf den Dachboden. Ich hoffe mal, ich komme noch zu ihr. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hingehe. Ich rate hier mehr. Weil Trunel... da. Jedes Mal... Sie haut wieder ab, genau.
kommt er hier durch den Boden geglitscht. So, jetzt beeil dich mal, dass du hier bei mir bist, dass ich auch sehe, wohin ich gehe. Moment, da geht's zu unserem Zimmer. Dann geht's hier jetzt ins Herrenzimmer. Oh, ich bin einmal im Kreis gelaufen, hervorragend. Na, super. Moment, hier müsste doch Eddies Zimmer sein, oder? Aber ich kann hier nichts machen. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass man hier vielleicht jetzt irgendwie klopfen könnte oder so, aber dem ist nicht so. Da, guck mal, wie lang die braucht, um hinterherzukommen. Wäre ich doch nur andersrum gelaufen. Na, wieso bleibst du stehen? Oh, ging das. Bitte komm durch die Tür. Bitte. Achso, sorry. Die Katze war gerade hier. Dup, 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 dup. Hä? Wieso ist sie da aus dem Bett gefallen? Was machst du hier? Was hast du denn da? Oh, Kamera. Die arme Frau. Wie konnte Edward das seiner eigenen Mutter antun? Er war unmenschlich. Ein Monster. Naja. Die malt was. Rose? Rosemary, ich bin's, David. Du musst uns helfen. Das Dorf, wo Edward geboren wurde. Kannst du es uns auf der Karte zeigen? Schaffst du das? Ach, nichts. Als wäre sie in einem Kokon. Eine Sekunde. So, jetzt. Was? Moment! Da! Da befindet sich das Dorf. Das müsste reichen, damit Rory uns hilft, das Dorf zu finden. Wir brauchen ein Boot, um den See zu überqueren. Am Ufer ist eins. Hier. Hoppla. Coole Sache, es geht voran. Moment. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas übersehen habe. Moment, Entschuldigung, Rosmarie, Rosmarinchen, Rosmarie. Guck mal, hier hat sogar ein Pinkelpott unterm Bettchen stehen. Ups, einmal durch sie durch. Nein. Ich hätte gedacht, hier gab es noch irgendwas. Aber hier gibt es nichts mehr. Hoppala. Diese Kamera ist toll, wenn wir auf sie zugehen. Dann sieht man nicht, wo man hingeht. So, also wieder runter in die Bibliothek. Da schon wieder durch den. Das ist, weiß ich nicht. Das hat so ein bisschen was von Slimer, von den Ghostbusters. Hallo, weiter. Na, dann eben andersrum, da will er nicht weitergehen. Gehen wir eben hier rum. Ich glaube, das war sogar die richtigere. Oder? Bitte weiter. Hier jetzt rein. Dann müssten wir jetzt wieder in der Bibliothek sein. Genau. Und dann hier runter. Und dann sind wir bei Rory. 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 Wir kennen den Weg zum Dorf jetzt. Gut gemacht, Junge. Geht ihr voraus und macht das Boot bereit. Da. Ich treffe euch am Anleger. Was? Nein, wir finden allein hin. Draußen ist es kalt und dunkel. Ich kenne das Wetter, Mädchen. Ich bin weder ein Kind noch zu alt, um auf einen Hügel zu steigen. Ich habe das Gefühl, ein Nein lassen sie nicht gelten. Da hast du recht. Und ich weiß besser als ihr, was euch dort erwartet. Warum kommst du denn jetzt nicht direkt jetzt schon mit? Weil man sich einfach die Animation von ihm gespart hat, jetzt dahin zu gehen. Ja, eigentlich auch clever von den Entwicklern. Nun gut, also, wir müssen dann... Moment, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt hier raus und dann links... wieder in das, ja, Beasley. Nee, warte mal, falsches Zimmer, hier geht's zur Küche. Wobei, Küche könnten wir ja auch... Ach, komm, ist egal. Wir sind jetzt... Moment mal. Das ist doch das Gleiche, was auf dem Schreibtisch eben stand. Aber kann ich nicht anklicken. Nein, gut. Beasley, was ist jetzt schon wieder? Haben wir schon wieder Kohldampf? Haben wir Kohldampf? Das dachte ich mir. So, hier wollte ich hin. Beasley, ich komm jetzt. So, und wir rennen schon wieder auf die Kamera zu. Ich glaube, hier ging's
nicht raus. Nein. Dann ging es von... nee, untersuchen brauchen wir es nicht mehr. Hier? Ging es hier raus? Ach, verdammte Axt, hier ging es doch irgendwo raus. Wir sind doch eben hier reingekommen. Wo ging es hier hin? Weiß ich jetzt gar nicht. Was war das? Das Esszimmer? Ach. Ja, also... Ach so, hier ging es raus. Von hier kam es. Ah, hier. Garten betreten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon so gut wie am Ende. Ich will jetzt hier noch eben zum Boot dann rüberschippern und dann soll es das gewesen sein für heute. Dann versuche ich mal ein bisschen Schlaf nachzuholen. Okay, Moment. Hier runter. Warum er selber auch keine Kerze in der Hand hat, das ist auch schon wieder sowas. Wäre ja einfacher. Und dieses vor den Steine laufen. Schieben. Hau. Ruck. Komm, streng dich an. Ja, es hat sich kurz bewegt. Es lässt sich nicht bewegen. Überrascht mich nicht. Sieht aus, als wurde es seit Jahren nicht bewegt. Es braucht mehr als uns beide, um es ins Wasser zu bekommen. Wir haben es ja noch nicht mal zu zweit ausprobiert. Oh, Leute. Warum hilft sie uns nicht, anstatt da wieder wie 100 Meter Feldweg dumm rumzustehen? Freunde, dann würde ich sagen, steh mir nicht im Weg rum. Helfen willst du mir nicht, dann brauchst du mir auch nicht im Weg rumstehen. Wir machen hier Schluss und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, dann hoffentlich mit einer glücklichen Überfahrt. So, also, dann bis zum nächsten Mal. NRW über 18. Adieu.